vorstellen. Schön, dass du heute hier bist. Wie ist es für dich, mit den anderen wieder auf dem Teppich zu sein? Ja, super. Es ist mich sehr lange her, dass ich den Film auch gesehen habe. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie meine Rolle heißt im Film. Ich fand es sehr schön, noch einen Jochen Nickel zu sehen. Und Markus Lüfen kenne ich schon gut. Den sehe ich immer noch manchmal. Und habe weitere Kollegen lange nicht gesehen. Ich bin viel beschäftigt in Holland als Sängerin. Und ja, freut mich total, hier zu sein. Ja. Was sind so mit deinen nächsten Projekte? Hast du eine CD oder irgendwas, was gerade aktuell ist? Ja, klar. Ich habe gerade CDs gemacht, die hießen Berlin und Paris. Und jetzt kommt eine, der heißt Casablanca. Also es ist auch mit Arabik ein bisschen exotisch. Ja. Und in Bauchtanz und so mache ich auch. Ich habe neue Tournee und ich komme auch ganz nah. Ich habe jetzt heute Abend sogar noch einen Auftritt, ganz spät, in Sittard, ganz nah an der Grenze. Sonst mache ich diese Tour. Ach, das heißt Casablanca. Ich komme auch in Maastricht und an der Grenze. Also die deutschen Leute sind auch herzlich eingeladen und willkommen. Ja. Was gefällt dir am Ruhrgebiet besonders gut? Das sind ja so, wie man sagt, normale Menschen, finde ich. Und trotzdem ist die Natur auch sehr schön. Man denkt in Holland immer, Ruhrgebiet ist industriell. Ich finde, es gibt auch ganz schöne Strecke, Ruhrtal und so. Ja, es ist ein normales, schönes Gebiet. Und da fühlt man sich wohl. Da hast du vollkommen recht. Vielen Dank, noch viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Let's make